das Wort. Herr Minister. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bringe hiermit einen Gesetzentwurf ein zur Beratung im Deutschen Bundestag, dem zwei grundsätzliche Erwägungen zugrunde liegen. Erstens, wir wollen weiterhin Menschen aus der breiten Fülle des beruflichen Lebens für die Politik gewinnen, auch für Ämter in der Bundesregierung. Eine Rückkehr in den alten Beruf oder eine andere Beschäftigung nach Ende eines politischen Amtes soll für diese Menschen deswegen auch weiterhin möglich sein. Zweitens wollen wir, dass nicht der Anschein entsteht, dass aus dem Amt eines Ministers oder parlamentarischen Staatssekretärs ein fachbezogener, ein besonderer Vorteil für das berufliche Fortkommen entsteht. Mit dem Gesetzentwurf führen wir daher Anzeigepflichten und Untersagungsmöglichkeiten für die Dauer einer Karenzzeit ein. Ich komme darauf gleich im Einzelnen zurück. Gleichzeitig wollen wir keine stets und starr einzuhaltende Sperrfrist für alle ehemaligen Regierungsmitglieder, wenn sie nach ihrer Zeit ein Amt aufnehmen wollen. Für den Rechtsanwalt muss es nach seiner Zeit als Minister prinzipiell eine Möglichkeit zur Rückkehr in sein Rechtsanwaltsbüro geben. Ebenso für den Unternehmer, der nach seiner Zeit als Bundesminister seinen Betrieb weiterführen will. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt deshalb nicht auf eine starre Frist ab, sondern darauf, ob durch die angestrebte Beschäftigung nach der Ministerzeit ein Interessenkonflikt mit dem vorherigen Amt droht oder drohen kann. Wenn es keinen Interessenkonflikt gibt, dann kann die neue Beschäftigung auch unmittelbar nach Beendigung des Amtes als Bundesminister oder parlamentarischer Staatssekretär aufgenommen werden. Wenn es aber einen Interessenkonflikt gibt, strenger sogar, wenn ein Interessenkonflikt zu besorgen ist, kann die Bundesregierung die angestrebte Beschäftigung für die Dauer von 12 bis 18 Monaten untersagen. Die Bundesregierung trifft ihre Entscheidung selbst, aber sie trifft sie auf der Grundlage der Empfehlung eines beratenden Gremiums, deren Mitglieder die politischen Zusammenhänge aus eigener Erfahrung kennen und die Fälle gut beurteilen können. Die Entscheidung der Bundesregierung muss zusammen mit der Empfehlung des Gremiums veröffentlicht werden. Die Empfehlung des Gremiums wird dadurch ein überragendes Gewicht bei der Entscheidung bekommen. Wir schaffen damit ein Verfahren, in dem jeder die Entscheidung über die Untersagung einer Beschäftigung einfach nachvollziehen kann. Kommt es zu einer solchen Untersagung, soll sie in der Regel ein Jahr nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann sie aber auch bis zu 18 Monaten betragen. Wir orientieren uns damit am bestehenden Regelwerk, wie etwa dem Verhaltenskodex der EU-Kommission, der ebenfalls eine bis zu 18 Monate Karenzzeit für ausscheidende Kommissionsmitglieder vorsieht. Die Anzeigepflicht trifft jedes amtierende und ehemalige Mitglied der Bundesregierung, parlamentarische Staatssekretäre und selbstverständlich auch die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler, wer immer dieses Amt innehat. Sie gilt für alle Tätigkeiten, die in den ersten 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Amt außerhalb des öffentlichen Dienstes angestrebt werden. Der Betroffene muss selbst, wenn diese Gespräche ein gewisses fortgeschrittenes Stadium erreicht haben, über diese angestrebte Tätigkeit informieren, damit das Verfahren beginnen kann. Das können selbstständige Tätigkeiten sein, freiberufliche Tätigkeiten, nicht selbstständige Tätigkeiten. Das können sogar, und darüber gab es auch Debatten, können sogar unentgeltliche und sonstige Beschäftigungen sein. Denn auch unentgeltliche Beschäftigungen in bestimmten Ehrenämtern zum Beispiel können massive Interessenkonflikte auslösen mit dem vorherigen Ministeramt. Etwa wenn der Verband Fördermittel bekommt von der Bundesregierung aus dem Ressort, aus dem der Minister stammt, oder vieles andere mehr. Wir haben uns also für einen sehr weiten Anwendungsbereich entschieden, nicht nur für erwerbsorientierte Tätigkeiten nach Ausscheiden aus dem Amt. Die Regelung dient damit zwei Zielen. Es soll bereits der Anschein einer voreingenommenen Amtsführung im Hinblick auf spätere Verwendungen oder durch die private Verwertung von Amtswissen nach dem Ausscheiden als Minister verhindert werden. Und zweitens wollen wir auch, das ist ein wichtiger Punkt, der manchmal unterschätzt wird in der Debatte, wir wollen auch die Betroffenen
vor Unsicherheiten und ungerechtfertigter Kritik schützen, nämlich dann, wenn das beratende Gremium und das Kabinett sagen, dass kein Interessenkonflikt zu befürchten ist. Diese Regelung ist, liebe Kollegen, ein Eingriff in das Grundrecht der freien Berufsausübung aus Artikel 12 des Grundgesetzes. Deswegen muss sie verhältnismäßig sein und auch klug angewandt werden. Wir sind sicher, dass das mit dieser Regelung gelingt. Wir setzen auf eine flexible Regelung und auf einen transparenten Entscheidungsprozess. Ich bin mir sicher, die Regelung wird allein deswegen ihre Wirkung entfalten, weil es sie bereits gibt, sodass manche vielleicht Überlegungen, Ämter anzustreben, nach dem Ende der Amtszeit, von denen man in Zukunft weiß, dass sie gar nicht genehmigt werden, dann gar nicht mehr erst angestrebt werden. Auch das wäre ja ein Erfolg. Der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf, um dessen weitere Beratung ich hiermit bitte, markiert das Ende einer mehr als 10-jährigen Debatte über verbindliche Regelungen für den Wechsel von Regierungsmitgliedern in die Wirtschaft. Viele der hier vorgesehenen Regelungen wären wohl nicht nötig gewesen, wenn sich manche in der Vergangenheit, gleich welcher Partei sie angehören und gleich welcher Bundesregierung sie angehörten, anders verhalten hätten. Und da würden uns bestimmt aus allen Fraktionen auch entsprechende Namen einfallen. Deswegen bietet der Gesetzentwurf, und das ist sozusagen meine Bitte zum Schluss, keine Gelegenheit zu parteipolitischen Auseinandersetzungen an Beispielen. Die fallen im Zweifel auf den, der das vorträgt, in irgendeiner Weise zurück, sondern sie bieten Anlass zu guter Beratung, zu einer breiten Zustimmung. Und ich hoffe, dass wir dann diese ja sehr komplizierte Angelegenheit damit auch befrieden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Kalina Waschiniak von der Linken das Wort.